Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freundinnen und Freunde von Auf ein Kaffee mit Pater Ja, Albert. guten Morgen, Gut, früh schönen guten hier. Morgen, Pater Diesmal mal Albert. Ja, draußen wieder mein Outdoor-Take hier. genau, wir trauen uns nach draußen, aber wie man an meiner Jacke sieht, es ist nicht mehr sommerlich. Nein, leider nicht, leider Wir nicht. bereiten uns auf den Herbst vor, So ist aber wir haben es. uns auch heute mal wieder eine interessante Kulisse ausgedacht draußen. Und das ist auch eine kleine Überleitung zu unserem Thema, denn nämlich wir wollen heute Morgen über Tiersegnung Genau, sprechen. am Samstag wird es sein. Genau, das ist am Samstag, haben wir ja die ja mittlerweile traditionelle Tiersegnung. Genau. Und haben wir gedacht, wir greifen das Thema einfach mal auf und starten vielleicht einfach mal ja mit der Segnung als solche. Das ist ja quasi auch ja sehr klassisch, ich nenne es jetzt mal so, in der katholischen Kirche, dass gesegnet wird. Und liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Hühner stimmen mir schon zu. Der Pater segnet sehr gerne und Ja, auch sehr, sehr natürlich. intensiv. Genau. Schönen Gruß an die Motorradfreunde und Freundinnen, die werden es wissen. Genau. Da wird es immer schön nass. Aber was verbindest du denn mit dem Segen oder was hat es denn vielleicht auch so auf sich? Was ist eigentlich der Ursprung, die Ursprungsidee des Segens? Der Segen ist ja eine vermutlich schon, geht in sehr alte Zeiten zurück, auch schon in vorchristlichen Zeiten wurde gesegnet. Die Idee des Segens ist ja, ich stelle gleichsam eine Sache vor Gott und bitte ihn, dass er ja seine schützende Hand über diese Sache ist ein blödes Wort, über das Geschöpf, ein Tier, ein Mensch. Es kann aber auch ein Gegenstand sein. Also gesegnet kann ja vieles werden. Wir sagen ja im Christentum Waffen nicht, weil die ja eben nicht dem Leben dienen, sondern dem Tod dienen. Aber alles, was dem Leben dient, kann gesegnet werden. Ich erinnere mich auch zum Beispiel bei Kommunionkindern werden ja auch quasi dann so christliche Geschenke Genau. gesegnet, Kreuze oder ähnliches ist ja da der Klassiker. Mittlerweile auch andere Sachen, Ja, die da, ich nenne es jetzt mal, Fußbälle. auf dem Gabentisch liegen. Ja, Genau, genau. vielleicht sollte man das mal bei deinem Lieblingsfußballverein nochmal Ja, das wäre ja hier, so einen das wäre ja gesegneten mal nicht Ball schlecht hier, ja. quasi. Also ich tue ja immer aus der Tasse trinken und hoffe, dass das was nützt, aber bisher nicht. Ja, schauen wir mal. Also, okay, das heißt, der Segen soll auch so eine Art schützende Hand über einen halten, ist quasi ein Segensspruch. Man sagt ja auch, und da sind wir auch bald schon wieder bei den Sternsingern, ihr sollt ein Segen Genau. sein. Wie kommt da diese Redewendung? Ja, also sagen wir, der Gesegnete, das ist ja so, geht eigentlich auf das Buch Genesis zurück, also auf Abraham. Da sagt Gott auch, er segnet Abraham und sagt, du sollst ein Segen für die Menschen sein. Und das heißt, der Gesegnete ist, oder ja, das gesegnete Tier, der gesegnete Mensch soll ein Segen für die anderen sein, für seine Umwelt sein, ne? Also das ist ja ganz wichtig. Also das ist nicht nur etwas Egoistisches, sondern im Christentum, im christlichen Glauben ist es auch immer etwas, was man bekommt etwas, um gleichsam das für die Allgemeinheit, für die Gemeinschaft zur Verfügung zu stellen. So ist das, glaube ich, gemeint. Okay, das heißt also ein Segen. Ich bin quasi Multiplikator, beziehungsweise in meinem ja, Verhalten, vielleicht auch in den christlichen Werten, soll ich ein Segen für die anderen sein. Und ich habe quasi dann in diesem Fall vielleicht den Segen vom Pater oder auch von einem anderen Priester oder der es ja machen darf. Und das ist vielleicht auch die Frage, wer darf denn ja segnen? Ja. Manchmal segnen ja auch, und da habe ich verstanden, dass das ja auch okay ist, die Eltern ihre Kinder oder machen vielleicht ein Kreuzzeichen. Gibt es da irgendeine Regel oder wie sag mal, wie ist vielleicht die offizielle Ja. Version und wie, ja, wie ist es vielleicht auch in der Praxis okay? Genau. Also es gibt, sagen wir, den kirchlich-sakramentalen Segen sozusagen. Also der ist natürlich an sich dem Geweihten vorbehalten, also dem Bischof, Priester, Diakon. So, aber es gibt natürlich darüber hinaus andere Segensformen, also die nicht sakramental sind. Das ist natürlich jetzt schwierig, was ist ein sakramentaler Segen, was nicht. Aber sagen wir, es gibt andere auch Segen, die können durchaus durch Laien gespendet werden. Also ganz aktuell, oder was heißt aktuell? Ja, wir werden ja bald auch, da werden wir auch noch mal länger drüber sprechen, Allerheiligen. Also da haben wir dieses Jahr für uns die Absprache, dass in unserer Vereingemeinschaft auch unsere Gemeindereferentinnen
Friedhöfe segnen können. Also das ist möglich. Ne? Also das ist also auch ein kirchlich Beauftragter kann segnen. Ne? Also muss man nicht unbedingt für geweiht sein. Und das, was du sagst, natürlich, wir können auch einander segnen und ganz besonders können Eltern ihre Kinder segnen. Das ist klar, das ist das Kreuzzeichen auf der Stirn, wenn ein Kind das Haus verlässt oder ähnliche Dinge, ähnliche Rituale, die man in der Familie so entwickelt hat. Oder sagen wir, wenn ein Brot gebacken ist, ist ja auch früher, hat man ja mit dem Messer ein Kreuz in dieses Brot hineingezeichnet. Auch das war ein Segen, das war auch nicht vom Priester. Also Segen können, eigentlich jeder kann segnen. Bevor wir auf die Tiersegnung gehen, vielleicht nochmal so ein biblischer Schritt zurück. Du hast gerade schon aus der Bibel zitiert. Gibt es denn auch Stellen, also bestimmt, aber ich bin natürlich jetzt kein Pater, deshalb kann ich diese Frage stellen. Ich hoffe, ich kann die beantworten. Jetzt kommt die Spezialistenfrage. Der Pater hat schon Angst. weil man, ich sag mal so, zumindest in meiner Erinnerung, vielleicht oute ich mich ja jetzt so, sag mal, Jesus, ja, also er segnet irgendwie auch, aber irgendwie sind diese, also es gibt für mich nicht so eine präsente Segensgeschichte von Jesus. Es gibt eine ganz große. Oder die Hochzeit von Kana? Ja, nein, oder? Die ganz große Segensgeschichte ist, Jesus segnet die Kinder. Das ist ja, wird gerne bei der Taufe genommen. Stimmt. Also das ist, also ich glaube, Markus-Evangelium, aber auch die anderen sogenannten synoptischen Evangelien berichten davon. Also Jesus segnet die Kinder in der Form, also das ist so was ganz Konkretes. Oder der andere ist, Segen ist zum Beispiel am Ende des Matthäus-Evangeliums, wenn Jesus, also nach der Auferstehung, also kurz vor der Himmelfahrt, wenn er dann in den Himmel auffährt, dann segnet er die Jünger, geht hinaus in alle Welt und macht alle Menschen zu meinen Zeugen. Das ist auch eine Art von Segen. Also, aber du hast recht, es ist jetzt nicht so, dass Jesus segnend durch das Heilige Land läuft, sondern es gibt dann ein paar Stellen, wo das so ist. Aber da hast du recht, es ist nicht so, dass er jetzt, dass seine Haupttätigkeit ist, zu segnen. Also genau, das war nämlich so meine, vielleicht so als kleine, ich will nicht sagen, Rausrederei, aber die, also mir ist Jesus jetzt nicht in vielen Geschichten oder auch in Figuren als der Segnende so bekannt. Okay, dann habe ich dann doch relativ gut aufgepasst, weil es gibt eben andere Symbole, wie man mit dem Kreuz Jesus in Verbindung bringen. Genau. Okay, na prima. Okay, dann gehen wir mal zur Tiersegnung. Wir haben ja gerade gelernt, naja, an sich kann man, ja, wie ich sagen, alles segnen, aber was mit dem Leben zu tun hat. Ja, wie ist es überhaupt seinerzeit mal entstanden? Ich glaube, das ist jetzt die vierte oder fünfte. Ich muss nochmal nachzählen. Tiersegnung in Klausen, die du hier begleitest. Wie, vielleicht erzähl einfach nochmal von den Gedanken, warum das überhaupt ja mal entstanden ist. Ja, also es gibt, ich muss noch ein bisschen weiter vorgreifen, es gab vor vielen Jahren, also hier unter meinem Vorgänger Pater Heinz Josef, schon eine Tiersegnung, also immer, ja, da durfte die wir kommen da gleich auch dazu, die Tiere in die Kirche. Das ist dann leider, als der Pater Heinz Josef dann gestorben ist, haben die Nachfolger das nicht mehr praktiziert. Also deswegen gibt es eine große Unterbrechung. So, die andere Entwicklung, meine Entwicklung ist... Die andere Entwicklung ist dann zu meiner Zeit, und das entsteht eigentlich mit Pferdesportlern, also dass an mich herangetreten sind Reiter, die ihre Pferde gesegnet bekommen haben wollten. So, das hat jetzt erstmal stattgefunden unten im Klostergut. Und dann haben wir es ja irgendwann hier hochgeholt und zu den Pferden gesellten sich dann Hunde. Und dann im letzten Jahr, wer dabei war oder die Bilder noch sieht, da hatten wir dann auch andere Tiere dabei, Schildkröten, Hühner. Also dann hat sich das der Zoo... Schaf, genau. Also hat sich das erweitert. Das ist toll. Ja, leider, sage ich mal, eben Katzen sind, würde ich natürlich gerne auch viel mehr segnen, aber die sind eben, die müssen halt transportieren. Die wollen, ja, sie sind nicht so wie Hunde. Die kann man natürlich nicht draußen so mitnehmen, sondern die müssen in diesen Boxen transportiert werden. Und es ist natürlich auch ein großer, wer dann schon da, also letztes Jahr dabei war, es waren viele Tiere da
Und es ist natürlich, wenn viele Tiere zusammenkommen, ist das für alle Tiere und auch Menschen ja mit einem gewissen Stressfaktor versehen. Und Katzen sind, wer Katzen kennt, ja Tiere, die nicht gerne Stress mögen. Und die, glaube ich, würden sich dann, wenn sie könnten, verziehen. Also meine waren noch nie bei der Tiersegnung dabei. Ich sage mal, die verfolgen das aus der Ferne. Die Fernsegnung, oder? Genau. Die kriegen einen persönlichen Segen hinterher. Die leben ja hier im Pfarrhaus, um die Kirche, um den Schatten der Wallfahrtskirche. Haben ein gesegnetes Leben, so oder so beim Pater. So, wie läuft es denn dann am Samstag ab? Weil wir haben ja auch, sag mal, die Corona-Zeit. Genau. Also das heißt, es sind viele Menschen da. Genau. Ich denke mal, Hygienevorschriften, Abstände sind einzuhalten. Ja, Masken bei den Tieren? Fragezeichen. Die Tiere brauchen keine Masken, weil das ist. Aber die Menschen brauchen ja Masken, weil wir uns ja relativ nahe kommen. Ja, deswegen wäre es schon gut, wenn die Menschen Masken tragen würden. Ich übersetze mal, die Menschen müssen Masken tragen. Genau. Gemäß der Corona-Verordnung, der Pater ist ja immer ein bisschen weicher, aber genau. Es ist Maskenpflicht quasi bei der Segnung, damit wir hier auch alles einhalten. Genau, ja, und dann müssen die Abstände eingehalten werden. Ja, und dann hat sich das ja so etabliert, auch das in den letzten Jahren, dass ich die Tiere segne mit Weihwasser, aber nicht mit dem Aspergil, also mit diesem Gegenstand, mit dem man segnet, oder auch nicht mit einem Zweig, Buchsbaumzweig, weil das gerade für die Tiere ja etwas ist, was ihnen sehr viel Angst macht. Also wenn da ein Mensch vor ihnen steht mit irgendwas in der Hand, damit rumfuchtelt, sei es aus Eisen oder sei es auch ein Zweig, dann ist das immer mit Angst verbunden und mit Drohung und so. Und deshalb hat sich jetzt etabliert über die letzten Jahre, dass ich meine Hand in Weihwasser tauche und die Tiere dann streichle. So wird das gesehen. Und da muss man also in Abständen sich aufstellen. Und dann kommt man zu mir, man geht gleichsam an mir vorbei. Ich habe natürlich auch eine Maske an, damit alles gut ist und keine Angst hat, die Menschen keine Angst haben. Genau, und dann gehen wir nacheinander vorbei und das ist es dann so. Leider haben wir eben nicht in diesem Jahr die Möglichkeit, wir hatten letztes Jahr so ein bisschen eine kleine Verkostung dabei und auch eine Tierkommunikatorin, das haben wir in diesem Jahr nicht. Es ist dieses Jahr ein bisschen einfacher, also es ist ähnlich wie bei der Autosegnung, bei der Motorradsegnung, ähnlich wie es da bei der Traktorsegnung auch sein wird, ein Vorbeigehen mit den Tieren an mir. Und dann bitte ich wirklich auch die Tierhalter, die Abstände einzuhalten. Also wir haben im Park ja viel Platz, man kann sich da schön der Reihe nach aufstellen. Jeder kommt dran und dann auch nicht stehen bleiben. Wäre zwar schön, aber auch dann, wenn man, das sah man dann am Samstag, aber auch alles, wenn der Segen erfolgt ist, bitte sofort weggehen und auch nicht auf dem Platz bleiben. Genau, wir sind ja froh, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ja, dass wir das überhaupt durchführen können. Das war ja auch von dir, wenn ich das richtig verstanden habe, ja auch ein großer Wunsch, ja, auch quasi bei den Menschen nahe zu sein, beziehungsweise auch ja, dieses Segensbedürfnis auch zu erfüllen. Dass wir quasi uns nicht einigeln, sondern dass man ja bei den Menschen ist, beziehungsweise auch, Sie sehen es weiter, bei den Tieren. Bei den Tieren, deshalb sind wir ja auch bei den Tieren. Die ja in dieser Zeit vielleicht auch ganz wichtig sind. Das ist ja auch ein wichtiger Gedanke, gerade in der Corona-Zeit sind Haustiere ja nochmal vielleicht wichtiger geworden als vorher für alle die eben, sagen wir, nicht so rauskommen können oder wo die Kontakte eingeschränkt sind. Muss man sagen, sind die Haustiere ja große Freunde des Menschen, Begleiter des Menschen, die bei ihm sein können, auch in dieser Zeit. Und es ist ja auch interessant, dass in der Corona-Zeit es ja kaum noch Hundewelpen gibt. Also viele Menschen holen sich ein Tier ins Haus oder Hühner. Es gibt kaum
Hühner zu kaufen. Also wenn Sie jetzt eine Hühnerherde starten wollen, gibt es Probleme, diese Hühnerherde zu starten, weil Sie kaum Hühner bekommen. Aber es liegt jetzt nicht daran, dass, ich sag mal, die Tiere nicht so produktiv sind. Nein, sondern die Nachfrage. Die Nachfrage ist so groß. Okay. Die Nachfrage ist so groß. Naja, und bei den Hunden ist es wohl so, dadurch, dass die Grenzen mehr oder weniger zu sind, ist nicht mehr so die Möglichkeit, unbedingt Hunde zum Beispiel aus Osteuropa zu bekommen. Das war wohl vorher möglich. Es sind viele Hunde auch aus Osteuropa gekommen. Und dieser Markt, in Anführungsstrichen, diese Nachschublinie ist komplett zusammengebrochen. Okay, dann haben wir das Thema Tiere durch. Machen wir noch zum Schluss, weil es gibt ja noch eine weitere klassische Segnung. Das sollte zum fünften Mal sein dieses Jahr. Die Traktorsegnung. Genau. Wir haben es normalerweise, hieß es eben ja auch Traktorwallfahrt, ähnlich wie Motorradwallfahrt. Man sieht schon am Namenswechsel in diesem Jahr, es ist auch etwas anders. Ja. Wie läuft es denn da ab? Und wenn ich da richtig liege, sollte das dann an dem Sonntag, dem 4. Oktober um 14 Uhr sein? Das glaube ich ist so. Ja, das ist so. Das ist gut, so. Wir stimmen überein. Das ist schon mal sehr gut. Ich hoffe, ja. Genau. Ja, das läuft dann so ab. Also da gibt es in der Hinsicht sehr viel Ähnlichkeit zu dem, wie es bisher ablief. Also der Trierer Straße, fahren die Traktoren an mir vorbei, ich segne die so. Das ist ähnlich wie bei der Motorradsegnung. So, die fahren die Trierer Straße hoch oder runter. Welche Richtung fahren die? Runter. Eher runter. Genau. Runter. So, sie fahren an mir vorbei, die Traktoren. Auch da sind die Abstände ja gegeben, weil die Leute auf den Traktoren sitzen. Ich stehe unten, da ist jetzt das alles ein bisschen einfacher, auch was die Maske angeht. Oft sitzt man in geschlossenen Fahrhäusern drin. Das ist ja ein schönes Wortspiel. Fahrhäusern, also mit F. Also die fahrenden Fahrhäuser werden dann gesegnet. Also man sitzt da in Fahrerkabine, nennen wir Fahrerkabinen. Kabine ist, glaube ich, besser als Haus. Genau, so ist es. Und die werden dann gesegnet. Es gibt, was anders ist als in Jahren zuvor, es gibt vorher kein Treffen oder so. Also es gibt nur die Vorbeifahrt. Was heißt nur? Das ist ja die Segnung, das ist ja auch das Wichtigste. Aus unserer christlichen, kirchlichen Sicht ist ja die Segnung. Es gibt vorher kein Treffen und auch nicht die Möglichkeit einer Verköstigung oder einer kleinen Andacht, wie wir das vorher gemacht haben, sondern ähnlich wie die Motorradfahrer das dieses Jahr von der Segnung kennen, eben ab 14 Uhr stehe ich da und bitte einfach, dass sie vorbeifahren. Das heißt also kein Rahmenprogramm, also auch nicht für die sich gerne die Traktoren angeguckt haben. Also das ist auch aufgrund von Corona tatsächlich alles runtergefahren. Es beschränkt sich auf den Segen. Sie können natürlich, weil Sie ja, es ist vielleicht nicht so ganz so vom zeitlichen planbar mit der Anfahrt wie mit Motorrädern, natürlich können Sie auf dem alten Weiher parken, wie Sie auf einem anderen öffentlichen Parkplatz parken. Entsprechend sich da bitte an die Abstände halten und dann wird es natürlich ein Zeichen geben, wann es losgeht, dass man vom Parkplatz quasi zur Segnungsstraße, ja, die Trierstraße fährt. Aber es ist da kein Veranstaltungsplatz, sondern ist ein Parkplatz, wo Sie entsprechend bitte freundlicherweise die Corona-Rahmendaten einhalten, genau. Und auch bitte dort jetzt keine Besichtigung stattfinden. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir uns hier an die Rahmendaten halten, weil sonst können wir es ja leider nicht machen. Genau. So ist es. Genau, so ist es. Also es ist alles ähnlich wie bei der Tiersegnung, ein Vorbeigehen. Auch bei der Tiersegnung wird jetzt kein Gottesdienst davor sein oder kein großer Gottesdienst, vielleicht eine kleine, aber nichts, wo so irgendwie eine Ansammlung ist, weil dann müssten wir ja andere Vorkehrungen treffen, dass das möglich ist. Dann so in dem Vorbeigehen können wir es möglichst einfach machen, dass wir eben wenig Vorkehrungen treffen müssen, nur dass eben Sie daran denken, die Maske zu tragen und die Abstände einzuhalten. Bei den Traktoren, wie gesagt, sind die Abstände gegeben, weil man in den Fahrzeugen sich befindet. In den Fahrhäusern sich befindet, genau. Genau, und zu guter Schluss, und dann wollen wir wieder auf die Zeit gucken, ist ja das Finale quasi des Wochenendes um 16 Uhr, am 4. Oktober, genau, um 16 Uhr. Das ist um 16 Uhr. Da gibt es quasi eine Kindertraktorsegnung, und hier in diesem Zusammenhang wird es
ja, sag ich mal, eine ganz kleine Andacht mit vielleicht ein bisschen draußen, also geplant draußen im Fahrgarten. Vielleicht schon mal Laudato Si angucken, damit man textsicher ist. Genau, das wäre gut. Und weil genau. wir, sag ich mal, typischerweise so, sag mal, bis zu 30, 40 Kindern zu Top-Jahreszeiten hatten. Das heißt, es ist ein überschaubarer, kleine Andacht. Ja, und vielleicht bei all diesen Veranstaltungen, was ist, wenn das Wetter nicht mitspielt? Die Vorhersage ist, sagen wir mal, ja nicht mit Sonnenschein und 30 Grad. Genau. Und eher herbstlich. Ich glaube, die Traktorsegnung ist, glaube ich, klar. Also genau. Ich meine, da kriegst du zur Not Hilfe von oben beim Segen. Genau, so ist da, es. Da muss man das durch. Tiersegnung, was machen wir da, wenn es regnet? Da müssen wir in die Kirche. Da muss natürlich auch in der Kirche gilt dann das, was in der Kirche auch gilt. Auch da gilt es, die Abstände einzuhalten natürlich. Da muss man auch gucken, dass wir da dann möglichst auch in einem Durchlaufsystem durch die Kirche gehen. Müssen wir dann vorher vielleicht mal auch draußen nochmal organisatorisch klären, dass wir möglichst die Kirche als Durchlaufsystem machen. Weil wenn man da wieder, also wir dürfen ja in die Kirche natürlich bis zu 87 Personen hineinlassen. Paar mehr oder dadurch, dass ja ein wechselndes sind, sag ich mal, sind ja nicht gleichzeitig 87 Leute vermutlich zusammen, aber in der Kirche müssen wir natürlich irgendwie eine Liste führen. Das ist immer, die Kirche verpflichtet uns natürlich dann eine Liste zu führen. Wie gesagt, das ist draußen im Vorbeigehen nicht notwendig, deswegen ist draußen natürlich idealerweise einfacher. Aber wie gesagt, wenn es nicht geht, dann in der Kirche. Und dann wird Ihnen gesagt, wenn Sie zu uns kommen, wie das im Einzelnen funktioniert. Dann bitte, also ist wichtig, am Samstag wirklich auf ein bisschen mehr als am Sonntag bei der großen und bei der kleinen Traktorsegnung. Das läuft mehr oder weniger automatisch und da müssen wir nicht so viel ändern. Aber bei der Tiersegnung ist es wichtig, dass man da ein bisschen auf die Ansagen achtet, die da kommen. Dass man sich da einstellt und auch die, sagen wir, die Tiere dementsprechend vorbereitet. Es ist klar, wenn wir also, dass zum Beispiel in die Kirche keine Pferde hineinkommen können. Das geht nicht. Das ist aber schade. Das geht leider nicht, sondern die würden dann draußen gesegnet. Die würden dann irgendwie draußen dann gesegnet. Da müssen wir gucken, wie wir das dann machen. Aber die Reiter sind ja auch, die Reiter können sich ja auch gut vorbereiten auf das Wetter. Also ich meine, das ist ja so, ein Reiter kann ja auch im Regen reiten oder hat ja eine Kleidung und das Tier hält es ja ohnehin aus. Es ist ja nicht so kalt, das geht. Aber eben die Hundebesitzer, Hundehalter, wenn Katzen mitkämen mit den Käfigen oder andere Tiere, dass man dann auch dementsprechend das vorbereitet, klar. Genau, also das heißt aber quasi, seien Sie nicht abgeschreckt, kommen Sie ruhig vorbei. Genau. Sie kriegen quasi entsprechende Informationen, dass das alles, sagen wir, Corona-konform abläuft. Vielleicht seien Sie dann eben nicht pünktlich zur Uhrzeit da, sondern vielleicht mit einem kleinen Vorlauf, aber nicht zu groß. Denken Sie da auch wieder an, dass da keine Gruppenbildung und so weiter sind, dass wir alle quasi einen schönen Tag haben ohne irgendwelche Nachwirkungen. Und das ist eigentlich, glaube ich, schon ein schönes Schlusswort, einen schönen Tag zu haben. Genau. Weil wir haben uns wieder fast schon wieder verquatscht, Pater. So ist es. Das ist nicht ein Fluch mit, ein Fluch mit ein uns. Segen, ein Segen, ja, ein Segen dieses mögen, Formates. Ist es ein Segen, für die anderen ist es ein Fluch. Es wird kein Ende gefunden, aber jetzt wird das Ende gefunden. So ist es. Und wie sagt der Pater immer so schön am Ende? Wir sehen uns in Klausen. Alles dann. Gute, tschüss, eine schöne gute Woche. Ja, tschüss. Tschüss.